Ja, moin zusammen, herzlich willkommen aus mit Style. Ja, heute bekommt der A5 einen Falkensticker an die Scheibe. Er hat ja auch solche Falkenreifensticker. Und jetzt kommt mal so einer hinten an die Scheibe ran. Ich weiß gerade nicht genau, wo ich das machen möchte, ob hier oder da. Ich glaube, eigentlich sollte der hier ran. Ja, wie ich das mache, seht ihr gleich in diesem Video. Leider ist der Sticker so, dass man das Ganze einzeln aufkleben muss. Wie mir das so gelingt, seht ihr gleich. So, als erstes müsst ihr natürlich hier das Ganze, die Scheibe sauber machen. Ich habe die gerade sauber gemacht. Einfach wischt die sauber. Meine war ein bisschen staubig, deswegen habe ich die einmal kurz gewischt. Ja, dann zieht die Folie hier ab und dann könnt ihr auch schon die ganzen Buchstaben mitnehmen und die dann aufkleben. So sieht es jetzt fertig aus. Theoretisch ist das ganz simpel. Das ist irgendwie etwas, was eigentlich jeder so machen kann. Dafür braucht man kein Fachwissen oder sonstiges. Ist halt, wie man so von Stickern kennt, einfach aufkleben. Eine Hilfestellung, die ich euch ans Herz legen würde, ist, sucht euch entweder so eine Linie, wie ich sie hier habe, die Linie, oder macht euch selber eine mit Klebeband oder wie ihr mögt. Das hilft euch auf jeden Fall, dass ihr das ein bisschen gerade hinbekommt, nicht, dass das komisch schief ist. Ja, so sieht es bei mir aus. Es ist nicht 100% perfekt, aber es passt schon. Ja, wie findet ihr das so? Ich finde es eigentlich ganz schick. Passt so. Sieht es aus. Ist eigentlich ganz cool, aber so von vorn. Coole Sache. Ich kann mal kurz Design schauen und da mal gucken, wie das aussieht. Es passt ganz gut so zu einem schwarzen Auto mit schwarzen Scheiben. Da sieht das eigentlich schon ganz cool aus, finde ich. Wenn ein Auto jetzt helle Scheiben hätte, würde ich sagen, macht es lieber nicht. Da finde ich das jetzt nicht so schön, aber so dunkle Scheiben, dunkles Auto, wenn da so ein weißer Kontrast ist, sieht es echt cool aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch kein Like da, auch kein Abo. Wenn ihr Fragen habt, Videovorschläge, sonstiges, könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben. Ja, lasst gerne ein Like da, auch kein Abo und bis zum nächsten Video.